Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben Leihbikes aktuell und zwar zwei Aubert Rise von der MTB, so ein Spray. Und ich lasse jetzt mal kurz gleich ein bisschen Luft rein, machen wir die Garagentür auf. Und ich mache gerade das Setup. Bedeutet, ich habe, da sind halt Stamp One Pedale drauf. Also erstmal gut, dass da auf den Leihbikes überhaupt einigermaßen anständige Pedalen drauf sind. Aber wir machen gerade, also ich mache gerade unsere Stamp 7 drauf. Und dann, ich habe schon bei mir kurz das Cockpit eingestellt, dass hier das alles passt. Und dann gehen wir gleich eine Runde Radl fahren. Und heute geht es um das Thema, warum sollte man ein Fahrradprobe fahren und nicht blind kaufen. Also ich habe diesen Fehler zweimal gemacht und werde den hoffentlich nie wieder tun müssen. Ja, darum geht es heute so ein bisschen. Ich mache jetzt mal hier die Garage auf und dann schrauben wir mal die Bikes ready, machen Dämpfer, Fahrwerkeinstellungen und so weiter. Let's go! Was muss ich erzählen? Ich? Ja. Wieso ich? Ja, ich hab schon. Was hast du denn erzählt? Ja, Maria. Man muss ein Fahrrad vorbefahren. Was? Vorbefahren? Ja, das ist ein Aubert Rise mit lila Pedale. Haben wir dran gemacht. Weil die Stamp 7 sind immer so kaputt. Und hier haben wir auch Folie drauf schon. Und ein Display. Ja, ihr wisst ja, wir machen immer die besten Bike-Checks. Deswegen würde ich sagen, wir erzählen jetzt gar nicht so viel, sondern machen schnell noch Fahrwerks-Setup. Pedalen sind jetzt gewechselt. Du musst noch dein Cockpit anpassen, ich hab schon. Ich muss auch noch mein Dings einstellen. Was ist das Dings? Fahrwerk. Hab ich doch gerade gesagt, wir stellen das Fahrwerk ein. Weil es so zickig, ja, ne? Seitdem er so lange Haare hat, ist er richtig zickig. Ja, dann warten wir, dass es ein bisschen trockener wird und starten auf die Trails. Also was halt auffällt, ist, dass der Motor ultra leise ist, ne? Das stimmt. Also du hast kaum Motorengeräusche. Das ist voll angenehm, ne? Ja. So Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg zu ein paar Trails, die ein bisschen weiter weg sind, die wir sonst mit dem Biobike nicht anfahren würden. Leider hat es eben echt wie aus Eimern geschüttet, sodass wir jetzt nicht so super geile trockene Bedingungen haben. Aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich eine Runde Radl fahren jetzt mit den Bikes. Können ja halt gleich schon direkt wieder sauber machen, aber naja. Bremse. Schnell laufen tut es auf jeden Fall, aber wir gucken, wie es dann geht. Der nächste Sattel ist zu hoch, so für Abfahrten muss ich den weiter runter machen. Steine.
Das war das Gewitter, ja. Anscheinend habe ich einen Platten hinten. Nee. Auf jeden Fall gleich Handschuhe anziehen. Wenn die Griffe nass sind und die Hände, dann hast du keinen Grip mehr. Also was geil ist, der entkoppelt halt auch komplett über 25 km/h. Aber vielleicht ein bisschen entkoppelt er nicht. Aber man hat nicht dieses, ja, als hätte, wird einem hinten festhalten. Das hat man nicht. Finde ich cool, wusste ich gar nicht, dass das auch hierbei so ist, bei dem Motor. Es zieht halt auch wieder so ein Wind auf hier, ne? Ja, Overrad ist schwere Gewitterwarnung bis 16.45 Uhr. 16 Uhr gleich. Aber Bergisch Gladbach auch, ist überall jetzt wieder. Ja, aber dann hätten wir gar nicht mehr fahren können. Aber ist die Frage, ob es was bringt zu warten oder ob man halt umkehrt, einfach direkt. Wir können von mir aus auch zurückfahren. Fahren wir, wenn es noch gut ist, bei uns die Hauptrails einfach. Ja. Ja, ist halt, glaube ich, klüger, als jetzt da hoch auf den Berg zu fahren, ne? Und danach stehen wir dann im Gewitter. Ja, das ist ja super gelaufen heute. Das ist mega doof. Jetzt sind wir auch noch da, weißt du? Ja. Wir hätten nur noch bergauf fahren müssen einmal. Aber schöne Radtour. Ja. So Leute, wir sind an den Homefields angekommen und die Sonne scheint. Wir hätten einfach besser direkt hier bleiben sollen und einen ganz entspannten machen sollen, anstatt wilde Experimente. Und jetzt können wir die Bikes richtig testen. Ich bin besonders gespannt auf Michis Feedback am Ende, weil eigentlich suchen wir ja für sie ein E-Bike und nicht für mich. Ich habe dann noch den Luxus, dass ich auch eins testen darf. Deswegen Home Trails, ab geht's. Boah, die Reifen haben gar keinen Grip. Junge, das war schon tricky hier. Das schöne Part hier, wo ich gesagt habe, das macht gar keinen Spaß bei dem Wetter. Wenn man unten nicht zum Stehen kommt. Ah. Ah. Reingefahren? Mich hat's richtig. Aua, bist du auch in die Stachel gefahren? Ja, mich hat's richtig reingestachelt hier. In den Arm, ne? Fühlt sich total sicher an, ne? Auf dem Trail? Schon, ja. Aber auch irgendwie leicht. So Leute, ich bin mittlerweile wieder zu Hause. Wir sind schon geduscht, gegessen und so weiter und so fort. Und ich wollte euch trotzdem noch das Video nach diesem verkorksten Tag entspannt zu Hause beenden. Denn ja, es ist so ziemlich alles ja schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Wetter war total Banane irgendwie. Dann ein paar Sachen am Rad musste man auch nachstellen. Und ja, aber nicht so schlimm. Wir haben das Bike ja noch eine ganze Woche und es bleibt noch genug Zeit zum Testen und es geht dabei ja
auch nicht so viel um mich, sondern mehr darum, dass die Michi ein E-Bike findet, was ihr gefällt. Ich möchte euch dennoch ein paar Sachen mit auf den Weg geben, die ja, man beachten sollte, wenn man sich ein Fahrrad kauft. Und ich habe zweimal den Fehler gemacht, dass ich ein Fahrrad blind gekauft habe, weil es nicht anders ging. Meine Erfahrung ist jetzt so, dass ich auf jeden Fall immer versuchen würde, ein Fahrradprobe zu fahren, wenn es zumindest ist, im Laden sich mal kurz draufzusetzen. Es gibt ja da noch mehrere Optionen. Ne? Es gibt Testdays oder es gibt Möglichkeiten wie bei MTB so ein Spray, dass ihr euch wirklich ein Rad leihen könnt. Und bei den Orbeas ist es jetzt tatsächlich so, wenn ihr euch da ein Orbea leiht und am Ende ein Orbea kauft, dann wird der Verleihpreis sogar noch verrechnet mit euren Kosten von eurem zukünftigen Bike. Das heißt, ihr habt da auch überhaupt gar keinen Verlust und es lohnt sich definitiv, ein Bike auch mal auf Trails zu testen, wenn ihr es irgendwie könnt. Dann natürlich Testdays, ne? Sowas wie Dirt Masters und so weiter und so fort. Aber naja, da hat man ja auch, ist ja immer Glückssache, ob man da ein Bike bekommt. Ne? Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, wenn sich ein Bike für euch nämlich nicht direkt gut anfühlt, wenn ihr euch draufsetzt, dann ist es meiner Meinung nach nicht das Richtige. Ich habe jetzt öfter Bikes Probe gefahren, bin mittlerweile dank dem Thomas wirklich echt sau viele Bikes Probe gefahren und muss einmal wieder feststellen, es darf nicht so sein wie bei mir mit dem Fokus, dass ich mich ein halbes Jahr an ein Fahrrad gewöhnen muss, sondern man muss direkt so sich ein bisschen wohlfühlen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es vielleicht nicht das richtige Bike. Ich habe so große Fortschritte gemacht, nachdem ich endlich ein Fahrrad hatte, was mir gepasst hat, weil ich mich einfach viel wohler gefühlt habe, selbstbewusster auf dem Fahrrad war. Und ihr wisst selber, wie groß, was für eine große Rolle das ganze mentale Ding spielt. Und wenn ihr euch nicht richtig wohlfühlt auf dem Bike, dann bringt es euch auch die schöne Optik nichts. Ich bin ganz ehrlich, zum Beispiel das Norco in dem Grün war jetzt nicht so mein Favorit. Allerdings hat einfach das Fahrrad so überzeugt, dass mir die Farbe letztendlich egal war. Und deswegen wollte ich euch einfach mit auf den Weg geben, wenn ihr gerade ein Fahrrad sucht oder besonders, wenn man halt das zweite Mal ein Fahrrad kauft, dann weiß man ja auch schon ein bisschen, was einem gefällt und was einem nicht gefällt. Und dann sollte man auf jeden Fall ein Fahrradprobe fahren und nicht dieses Gefühl haben, wenn das Fahrrad bei euch ankommt, dass ihr dann das Gefühl habt, ah, irgendwie muss ich mich jetzt noch an das Rad gewöhnen. Das funktioniert natürlich auch und manchmal geht es halt nicht anders, weil das Versenderbikes sind, die ihr vielleicht nicht Probe fahren könnt und die einfach vom Preis her so überzeugend sind. Allerdings, denkt vielleicht mal drüber nach, vielleicht meinen Laden zu gehen, da die Dinger zumindest Probe zu sitzen oder halt sogar auszuleihen. Das lohnt sich definitiv. Und wenn ihr euch für ein Orbea interessiert, schaut bei MTB so ein Spray vorbei. Da könnt ihr auf jeden Fall Bikes leihen und Probe fahren. Und dann, wenn ihr Bock habt, das Bike zu haben, könnt ihr euch das da frei konfigurieren und der Preis wird verrechnet. Yes, nach diesem turbulenten Tag muss ich jetzt mich noch ein paar Videos setzen. Und wir sehen uns im nächsten Video, vielleicht sogar in diesem. Also lasst auf jeden Fall ein Abo da. Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ach, ein Traum. So gute Idee war das wieder, hier lang zu fahren. Ja, aber das ist doch der Weg vom Trail. Wir hätten doch auch links zurückfahren können. Zecken am Start alle. Wir hätten doch auch links zurückfahren können. Nee, da ist noch schlimmer.